Mensch, Ingo, du Beule, hör auf mit Karaoke, ey. Das Einzige, was du kannst, ist Autobetanken und das selbst nicht mal ansatzweise richtig. Naja, Moat, dank Werner Zigarettenaktion kann der Ingo zurzeit ja nur noch Alk tanken. Und das scheint er auch ordentlich zu machen. Auf jeden Fall, hey. Schau mal, ey, der hat doch locker 4 Liter Bier getrunken. Und ich frag mich, wie der das aushält, ey. Der muss doch irgendwann mal auf Toilette. Ich glaub, der hat eine Schweineblase. Naja, du, Blasen hat er, aber sicher nur an den Fingern. Aber mal was anderes. Denkst du, dass Werner heute nochmal vom Topf kommt? Würde ich nicht drauf wetten, Danny, ey. Werner hat vorhin die Zigarette aus Kuba geraucht, die Ingo ihm geschenkt hatte, ey. Und danach von Gysi so einen Schweineschnitzel gegessen. Ey, der kommt heute nimmer vom Pott. Ja, hallo Freunde, alles locker hier bei euch. Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Das kann doch nicht sein. Du Moat, dreh dich mal um. Was? Wieso Icke? Ich meine, hey, kannst du das nicht selber? Ich bewege mich hier keinen Zentimeter. Gleich läutet hier Gysi die Glocke und dann haben wir 40 Sekunden Zeit, ey, eine Flasche Jägermeister zu trinken. Nix gibt's. Das ist heute das erste Mal, dass Werner nicht auf dem Posten ist. Und wenn ich mich hier bewege, um mich umzudrehen, Alter, ey, dann verliere ich so wertvolle Sekunden. Und jede Sekunde kann auch die Gysi hier ankommen und den Gong schwammen. Das kannst du mal voll vergessen. Komm, Moat, sei mein Freund. Hey, macht euch mal keine Umstände, Leute. Ich komm von hier und bin total locker. Kein Ding, ich nehme euch beide noch Plätzchen frei für einen alten Rocker hier auf dem Hocker. Ehe du hier irgendwas machst, Alter, wie heißt du und was nimmst du für Zeug? Und die wichtigste Frage, kannst du mir was davon abgeben? Ja, also mein Name ist Udo 1. Reicht schon, Udo 1. Also, dann quatsch ja mal keinen locker und hock dich neben mir. Und dann kann der Moat wenigstens keinen Beschiss machen. Ey, ganz locker, Freund, ey. Hau ich lieb, ey. Keine Panik auf der Marina. Was, du warst schon mal auf der? Oh Mann, ich muss mein Beuteschema ändern. Das kann doch nicht sein. Naja, bleib doch mal einfach bei Gysi, ey. Da weißt du, was du hast. Und da weißt du, ob er alles drauf war. Ich sehe generell echt neben der Spur, Jungs. Das ist total heftig mit dem Bein. Aber ich schon fast so heftig, dass es gut ist. Sag du mich auch, Udo. Was treibt mich eigentlich hier in der Schenkel? Naja, ich hab eben auch bekommen von einem Kollegen und einem Freund. Und die wollten sich hier mit mir nicht treffen. Ach so, also hast du hier Freunde. Und Mann, irgendwie kommst du mir voll bekannt vor. Mensch, Udo, ey, du hast aber auch so eine Allerweltstimme. Mensch, mein, ey, das sagt der Richtige. Bist du auch so ein ganz heißer? Hey, hang nicht so auf Moats Stimme rum. Da kann nichts dafür, dass er so klingt. Und wie kommt er zu der Ehre? Er klingt ja wie Joe Cocker. Naja, damals, als wir uns getroffen haben, da hat Moat mich eingeladen, mit ihm und seiner Frau Caro und Jenny nach Russland zu fahren. Ganz genau, ey, das war damals, als die Mauer gefallen ist. Mann, ey, das war eine geile Ausflug. Alter, Mensch, Lenny, ey, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ja, ja, und auf halber Strecke war der Tank leer. Und wir hatten kein Geld mit. Und Moat meinte, er zapft bei einem alten Trabi ein bisschen Benzin ab. Ja, bei den Trabis ist der Tank ja vorne. Und Moat war nicht ganz bei der Sache. Ganz genau, ich knall den Schlauch, der in den Tank sollte, von dem anderen Trabi in die Autobatterie und zieh dran, ey. Und was macht der Lenny? Ach man, ey, reite doch nicht immer drauf rum, Mann. Ich dachte, da kommt einer von der Stasi. Ich wollte dich nur warnen. Ganz genau, und der klopft mir wie ein Wilder auf dem Rücken und ich schluck was von der Batteriesäure, ey. Alter, das hat gebrannt, dass die Jenny noch Uso mit hatte. Mann. Naja, hat halt meine Stimmbänder ein bisschen mitgenommen, wa? Hey, das ging voll groß, ey. Ihr seid mega heftig drauf, aber voll heftig. Ja, ja, genug geschleimt, Udo. Meine Frage, wer wollte dich denn hier treffen? Mit dem Peter und dem Haut. Na, Peter, der ist doch direkt unter dir, ey. Vor dir da. Der versucht schon seit einer Stunde da den Stuhl hochzuklettern. Ja, jetzt, wo du sagst, Alter, ihr seht doch auch, da unten, da ist er. Helft ihm doch mal hoch, Mann, auf den Stuhl. Danke, mein Freund. Und danke fürs Nichthelfen. Ihr seid zwei bescheuerte Kunden. Ey, warum habt ihr nicht geholfen? Ganz genau. Jede Bewegung kostet Zeit. Und jede Sekunde können die Gysi hier kommen und den Gong schlagen. Also, ich bewege mich absolut nicht. So sieht's aus. Ich auch nicht. Ihr seid ein paar Penner. Könnt wohl sein, dass ihr meine Freunde seid, sonst hätte ich euch schon zusammengeschlagen. Haha, da sieht nicht lache, ey. Du kommst nicht mal auf den Stuhl. Wie willst du uns da zusammenhauen, Peter? Damals, vor vielen Jahren, als ich mit dem Peter auf Tour war, dann nannte man ihn nicht umsonst den ungarischen Wadenbeißer. Hehe, Sackbeißer driftet wohl besser. Der Peter hat sich letzte Woche in Ingos Eier festgebissen. Das ist so geil, ey. Gib Fuchs, Lenny. Moment, nur noch die beiden ja zwischen uns. Ich komm mal schnell rüber zu dir. Jo, ich dreh mich um, los, komm. Gib 5, Moat. Scheiße, der Gong! Los, Moment, renn! Du bist fertig, Werner? Wo kommst du her, du knatter Büchse, so schnell? Das geht doch gar nicht. Ich glaub's ja nicht, das ist nicht wahr. Der scheißt sich das Gehirn aus der Rübe und zum Bong ist er da. Meine Fresse, 3 Sekunden später hat er schon den 07er geleert. Ey, der macht voll Beschiss, der Kunde. Das kann doch nicht sein. Na warte, los Lenny, Plan B. Ich bin bereit, Alter. Genau, zielen und 3, 2, 1, Feuer! Volltreffer, doppelt versenkt und ab, voll vor die Rübe. Den haben wir voll versenkt. Ey, Moat, was machen wir denn jetzt, wenn die Bullen kommen? Ganz einfach, Lenny. Ey. Wir sagen, Udo und Peter waren's. Ey, ihr spielt ja. Du hast sie doch 30 Minuten erlebt. Na, fragst du noch? Ganz genau, ganz genau.